Perlsteis und Autor seltsamig kennt sie die Filmbilder hat der Autor in Argentina gedreht. Das Perlsteis und Klammer auf Holtromehl ganz Klammer zu ist eine Art aus der Familie Dresshühner, die im südlichen Südamerika beheimatet ist und dort zu den Standvögeln zählt. Perlsteißhühner erreichen ausgewachsen eine Körperlänge von 37 bis 41 cm und wiegen zwischen 400 und 800 Gramm. Charakteristisch für sie ist die lange, meist nach vorne gebogene Haube. Das Körpergefieder ist hell bis hellbraun. Die Flügel weisen zahlreiche weiße Flecken auf. Ein heller Streifen verläuft hinter dem Auge, ein weiterer unterhalb davon. Perlsteißhühner sind relativ scheue Vögel, die sich in kleinen bis mittelgroßen Truppen in Waldgebieten, Grasland und im Gebüsch aufhalten.